Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Jetzt hat er mich aber gerade geschockt. Ich dachte schon, das wäre jetzt einer unserer Gegner. Ja, wir haben mit den ersten der Dieser drei macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Verbündeten gesprochen. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Und sprechen Eivor, nun mit Liv. Ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Liv. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Okay. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Aber es hört sich trotzdem jetzt nicht negativ an. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Liv. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okay, also den Priester suchen und ihn töten. Was siehst du? Der Priester scheint ganz hinten durch zu sein. Auf jeden Fall irgendwo in der Kapelle wahrscheinlich. Schlüssel ist dahinter, bei dem Typen. Okay, und der Reichtum ist auch da drin. Okay, also, es beschränkt sich alles auf den hinteren Teil, so wie es aussieht. Ach so, aber da kommen wir nicht durch, ne? Moment. Was siehst du, alte Freundin? Da kommen wir rum. Und rein, da unten ist eine Tür. Okay, also das heißt, da hinten müssten wir theoretisch auch rein können. Ja. Das habe ich ja schon gemacht. Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus an. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Ja. Moment. Jetzt sei bitte etwas leiser. So, die Frage ist jetzt. Also ich habe eben gesehen, ich dass wir hier keine Aufmerksamkeit erregen. Aber wir können ja nicht rein. Hm? Wiegmunds Priester ist in der Kirche. Ja, das weiß ich. Das ist auch nicht das Problem. Oh. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da rein? Also bei den Raben sah es jetzt gerade so aus, als ob da ein Loch war.
der einen Seite. Okay, das ist alles schön und gut, wenn wir da reinkommen würden. Nein, du sollst... Ich meine, die können uns hier draußen ja eh nicht sehen. Kann man hier durch? Aha, geht doch. Da müssen wir hin, da müssen wir hin. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir müssen da rein. Nein, du sollst da drauf. Och, ist das denn so schwer? Sieht nach Ärger aus. Na komm. Und zwar schneller, bevor die anderen kommen. Konnte ich jetzt kein Attentat machen? Ich meine, dass ich nicht ausweichen kann, das bin ich ja gewohnt. Hallo, du sollst ausweichen, Mann! Dann greifen wir halt offensiv an. Nein! Oh, scheiße, da war doch irgendwas Goldenes gerade. Oder? Ach, das war der Speer. Okay. Anscheinend nicht für die anderen öffnen. Hast du es bald? Wir müssen den Priester töten. Sieh dir nur dieses Bauwerk an. Wie viele Bäume sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Thank you.
Wigmund von Walladay. Check. So, ich würde sagen, Auftrag erfüllt. Brief von Wigmund, Vater Kurtbert. Ich will meinen Dank aussprechen für die anhaltende Unterstützung. Ich muss sagen, deine Schüler entzücken mich. Sie verfügen über eine Folgsamkeit, die wohl nur dank deiner Weisheit und Führung zustande kommen kann. Bitte sende sie weiter zu mir. Ich finde Gefallen daran, mit solch aufgeweckten jungen Männern zu sprechen, die über den Orden der Ältesten lernen wollen. Sie können nur profitieren und ich bin froh, sie für unsere Sache zu gewinnen. Wigmund. Buch des Wissens. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, da schleicht sich von hinten einer an. Was ja auch so war, aber es war kein Böser. Also kein Gegner. Er hat mir jetzt den Moment zerstört. So, mal schauen. Aber irgendwo soll doch hier, meine ich, auch Reichtum gewesen sein, oder nicht? Überblicke das Land, Freundin. Also der Typ hat einen Schlüssel, aber einen Schlüssel wofür? Da hinten ist noch ein Horn, da könnten wir gleich auch nochmal nachgucken. Weil ich sehe jetzt hier auf einmal nichts Gelbes mehr leuchten. Frage ist, wofür braucht er dann einen Schlüssel? Moment, da ist was Gelbes. Also vorne in den Häusern, da ist auch nochmal ein Schlüssel. Ja, dann würde ich sagen, dann plündern wir hier einfach nochmal ein bisschen weiter. Mehr. Hey, was geht da vor sich? Na komm. Komm. Ja, immer dem Pfeifen nach. Los. Sehr schön. Kirchturmschlüssel. Ja, wieso war mir das jetzt nur wieder klar? Okay, da wir den Weg schon da reingefunden haben, ist der jetzt eigentlich egal. Da kommen wir wahrscheinlich so nicht raus durch die Tür, ne? Ich denke mal, dass wir die Schlüssel nur dann brauchen, wenn wir dann auch wirklich durch die Türen durch möchten. Oh, sind doch noch so einige. Mal stehen. Es lauft doch nicht ständig weg, sonst kann ich euch doch gar nicht vernünftig anvisieren. Na, kommt hier nochmal hoch? Der ist jetzt nicht ernsthaft verwundet, oder? Schlaf nicht ein.
Womöglich irgendwo im Viehfutter. Was? Jetzt bezahlen! Solange die Einzelnen hochkommen, geht das ja noch. Du wirst nicht los! Sterben die jetzt immer, wenn die da runterfallen? Irgendwie kommt dann immer nur noch einer hoch, aber immer wieder ein neuer. Waren das jetzt alle? Da unten steht noch einer. Da ist er. Also ich würde mal behaupten. Komm mit mir mit. Reichtum erworben. Einen kühlen Kopf bewahren. Was macht der denn hier? Was geht da vor? Na komm. So, für die anderen bin ich ein bisschen... Bleib lieber wach. Hat man denn nie seine Ruhe? Nein, hat man nicht. Komm her. Komm her. Drei, vier sind auf jeden Fall noch da. Gehst du jetzt ein Stück nach links, Mann? Oh. Nein! Ich dachte, das wäre einer von denen. Scheiße. Wie die führen zur... Hä? Verdammt! Ich dachte... Och, Mann. Ich dachte echt, das wäre einer von den... Oh. Was auch immer das jetzt heißen mag, zur Desynchronisation, glaube ich, hat er gesagt. Och, Junge, ernsthaft? Vorräte, ah, das ist super. Ach, der ist das. Oh. Da ist noch einer. Das scheint ein Ziviler zu sein.
Achso, es war nur schwarz, okay. Okay, weil wenn schon, denn schon, ne? Da müssen wir natürlich alles mitnehmen hier. So. Das nicht. Die Tür können wir wahrscheinlich aufmachen, aber... Da oben ist noch einer. Da unten war doch eigentlich auch noch einer, da unten. Da war einer drin. Okay. Draußen war auch einer, aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Nein, gibt keinen Ärger. Mit dir kann man sprechen? Bist du ein Händler oder sowas? Wie ein Fisch überm Feuer. Trink schneller als ich und du kriegst das Silber. Hm. Das mit dem Trinken hat beim letzten Mal schon nicht geklappt. Ich rieche deinen Angstschweiß. Naja, heute genau. Muss getrunken werden. Wer macht mit? Jetzt weiß ich aber auch, was das für ein Symbol war, dieses eine. Okay. So, wir können aber theoretisch hier durch die Seite wieder raus, oder? Das war doch irgendwo... Das war das nicht hier vorne? Mist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so am Ausgang rausspazieren sollten. Beziehungsweise am Eingang. Wobei... theoretisch... Gehen die nicht raus? Wäre natürlich ganz cool, wenn die rausgehen würden.
Tun sie aber nicht. Schade. Das war's. Ich meine zumindest, wir haben jetzt alles geplündert. Ach, der läuft jetzt nach oben. Junge, bleib doch mal stehen. Ich soll mit dir sprechen. Bleibt der jetzt da stehen? Ja, gut. Immerhin etwas. So. Gut gemacht. Wir haben Wiegmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Sehr schön. Und damit haben wir auch die Mission Unheiliger Vater abgeschlossen. Und wieder 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Da freue ich mich mitunter immer am meisten drüber. Schauen wir mal eben rein. Okay. Fähigkeiten. Mithilfe von Büchern des Wissens kannst du Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Du kannst bis zu 8 Fähigkeiten gleichzeitig zugewiesen haben. Verbesserte Fähigkeiten. Wenn du 2-mal das gleiche Buch des Wissens findest, wird die bereits erlernte Fähigkeit verbessert. Okay. Um mehr Bücher des Wissens zu finden, musst du in allen Gebieten nach Schätzen Ausschau halten. Du findest diese Bücher oft schwer bewacht in Klöstern oder Militärlagern. Boah, schwer bewacht. Ich meine, gut, es waren schon viele Leute da, aber... Das ist dann das hier, was wir jetzt gelernt haben. Das ist die Brandpulverfalle. Ah, finde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver... binde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an deinen Pfeil, das sich um das Ziel herum ausbreitet. Jede Bewegung wirbelt das Pulver auf und entzündet das Feuer. Überrasche ahnungslose Gegner, die sich der Falle nähern. Aha. Also ich denke mal, das heißt dann so viel wie, wenn ich den Bogen benutze, muss ich Y drücken, damit ich das machen kann. So würde ich es jetzt verstehen. Nee, ich wollte jetzt nicht ganz raus. Ich wusste nicht, ob ich mich jetzt da bewegen kann. Ich wollte eigentlich ja wegen den Fertigkeitspunkten gucken. So, wir wollten, glaube ich, hier, ne? Kettenattentat, genau. Und das können wir auch jetzt freischalten. Sehr schön. Perfekt. Ja, dann für den Rest müssen wir mal gucken. Da weiß ich nicht mehr. Ach, das war das mit dem geführten Pfeil. Ja, nimmt aber doch schon eine gute Wendung. Wir bleiben hier sehr im gelben Bereich, muss ich feststellen. Ich liebe es einfach, ich kann nicht anders. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, die nächste Quest, wo wir dann mit der letzten des inneren Bundes, sage ich mal, sprechen, die werden wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.